Hi und herzlich willkommen bei Instalott. Heute erzähle ich euch etwas über die Häuser, in denen schreckliche Dinge passiert sind, die aber deshalb nicht gerade unattraktiv für viele Interessenten sind. Es gibt einige Horrorfilme, deren Handlung sich auf solche Häuser aufbauen. Aber fangen wir von vorne an. Warum Menschen Häuser kaufen, in denen schreckliche Taten begangen wurden. Der Tech-Investor Braden Pollock kaufte 2016 eine Villa mit 4 Schlafzimmern im spanischen Revival-Stil auf einem Hügel mit Blick auf die Innenstadt von Los Angeles. Das 1925 erbaute Haus verfügt über eine Bibliothek und einen Ballsaal und liegt auf einem fast 2/3 großen Grundstück in der hügeligen Gegend von Los Feliz. Pollock ersteigerte das Haus im Juni bei einer Nachlassauktion zu einem Schnäppchenpreis. Für das Schnäppchen gab es aber einen Grund. Das Haus hat es in sich. Eine Geschichte. Eine unglückliche Geschichte. Das Haus, das im Volksmund als The Los Feliz Mansion bekannt ist, war Schauplatz einer der gespenstischsten und bekanntesten Taten in der Geschichte von Los Angeles. Eines frühen Morgens im Jahr 1959 schlug der Kardiologe Harold Perelson seine Frau Lillian Perelson mit einem Hammer und versuchte dann, erfolglos, seine 18-jährige Tochter dasselbe anzutun. Sie schrie allerdings so laut, dass sie ihre Nachbarn und ihre jüngeren Geschwister aufweckte. Der Arzt sagte den Kindern, sie sollten wieder zurück ins Bett gehen, weil sie einen Albtraum hatten. Dann schluckte er einen giftigen Cocktail und wurde anschließend leblos in seinem Schlafzimmer neben dem Körper seiner Frau wiedergefunden. Niemand hat jemals herausgefunden, was der Auslöser für diesen Akt war. Manche glauben, dass es an diesem Ort seither spukt. In den Jahrzehnten nach der Tragödie stand das Haus meist leer. »Es beunruhigt mich nicht«, sagte Pollock kurz nach dem Kauf über die grausame Geschichte des Hauses. »Es war eine großartige Gelegenheit, eine seltene Immobilie wie diese zu einem guten Preis zu erwerben.« Pollock und seine Frau, die Fernsehjuristin Liza Bloom, beantragten Renovierungsgenehmigungen und nahmen das Haus bis auf die Grundmauern auseinander. Sie hatten geplant, in das Hauptschlafzimmer zu ziehen, in dem Lillian aufgefunden wurde. Die Renovierungsarbeiten wurden jedoch nie abgeschlossen. Das Haus kam Ende letzten Jahres mit einem Preis von 3,5 Millionen Dollar wieder auf den Markt. Dieser Listenpreis wurde im März auf 2,5 Millionen Dollar gesenkt. Jetzt ist es unter Vertrag. Chance oder Albtraum? Würdest du ein Haus kaufen, das Schauplatz einer berüchtigten Gräueltat war? Oder genauer gesagt, warum sollte jemand? Wie sich herausstellt, sind Käufer wie Pollock, die von schrecklichen Verbrechen unbeeindruckt sind, eine seltene Rasse. Viele Wohnungssuchende bekommen Panik, wenn sie einen Fuß in ein Haus setzen, in dem jemand eines natürlichen Weges von uns gegangen ist. Ganz zu schweigen von einem, in dem jemand per Hand aus dem Leben gerissen wurde. Es sind einfach ganz negative Schwingungen da. Und doch werden schließlich selbst die berühmtesten grausamen Häuser, sogar die Häuser, in denen Nicole Brown Simpson und John Bennett Ramsey umkamen, normalerweise von allen möglichen Käufern aufgekauft. Wenn sie nicht dem Erdboden gleichgemacht werden, um zum Beispiel ein Denkmal daraus zu erbauen. Zählen wir die gruseligen Gründe auf. Sparfuchser werden von den satten Rabatten angelockt. Unternehmer sehen Geschäftsmöglichkeiten. Einige Wohnungssuchende hoffen, dass sie das dunkle Karma dieser Behausung umwandeln können. Andere sind echte True Crime Junkies. Und einige Käufer sind einfach nicht beunruhigt über das, was passiert ist. Egal wie schrecklich. Der Kauf eines solchen Hauses könnte tatsächlich eine solide finanzielle Investition sein, wenn sie damit umgehen können. Wenn das Verbrechen eine Berühmtheit betraf oder so entsetzlich war, dass es Nacht für Nacht landesweite Schlagzeilen machte, könnte diese Preissenkung sogar noch höher ausfallen, zwischen 15% und 50%. Die meisten Leute sind eingeschüchtert und brauchen einen Kaufanreiz, sagt Anderson, Präsident von Property Analytics. Kann das dunkle Erbe eines Hauses rückgängig gemacht werden? Einige Besitzer hoffen, dass sie durch den Umzug ihrer Familie in so ein Haus das böse Karma ändern können. Pollock zum Beispiel glaubte, dass er und seine Familie der Villa eine neue Erzählung bieten könnten. »Ich will nicht in einer Tätervilla leben. Ich möchte, dass es mein Zuhause ist«, sagte er nach dem Kauf. »Ich möchte, dass es mit Liebe und Glück in Verbindung gebracht wird. Die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen.« Andere Käufer interessieren sich einfach nicht sonderlich für die erschreckende Geschichte ihrer Wohnungen. In einer Handvoll gespensterliebender Städte kann eine gute Horrorgeschichte den Preis eines Hauses tatsächlich in die Höhe treiben.
Schauen wir uns nur die 5 Luxus-Apartments im Sultan's Mansion im French Quarter von New Orleans an. Eine der möblierten 2-Zimmer-Einheiten in dem angeblich heimgesuchten Gebäude kostet $2,500 im Monat, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Stadt von $1,650. Der Legende nach vermietete der Bruder eines türkischen Sultans Mitte des 19. Jahrhunderts das Anwesen, das auch als Herrenhaus bekannt ist. Eines Morgens sah ein Nachbar etwas Rotes aus der Haustür quellen. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie Berichten zufolge Körperteile des Harems, der Gäste und der Wachen des Türken, die im ganzen Haus verstreut waren. Der Bruder des Sultans wurde angeblich lebendig begraben und im Hof aufgefunden. Manchmal bringt ein Haus in New Orleans einen höheren Preis, weil dokumentiert wurde, dass es dort spukt, sagte örtliche Immobilienmakler Brian Drute von Keller Williams Realty, der Einheiten in dem Gebäude vermietet. Ein weiteres Paradebeispiel ist das LaLaurie Mansion, das eine Hauptrolle in der hexenzentrierten Coven-Staffel von American Horror Story spielte. Es gehörte Delphine LaLaurie, einer Prominenten mit bösem Appetit. Die Tiefen ihrer Verdorbenheit wurden offenbart, als 1834 ein Feuer durch das Herrenhaus fegte. Feuerwehrleute entdeckten angeblich mehr als ein Dutzend Sklaven, die auf dem Dachboden angekettet und eingesperrt waren und grausam behandelt worden sind. Die Gräueltaten schreckten einen früheren Eigentümer, Jay Monroe, allerdings nicht ab. Dort lebte er mit seiner Frau und 2 Kindern etwa ein halbes Dutzend Jahre. Es ist einfach eine prächtige Villa im French Quarter, sagt Monroe, der auch meint, dass er dort nie paranormale Aktivitäten erlebt hatte. Was ihn an der Villa beunruhigte, waren die Geisterführungen, die sie anzog. Jede Nacht standen 100 Leute da, schauten hoch und erzählten absurde Geschichten, sagte er. Es war wirklich ärgerlich. Deshalb, im Jahr 2006, verkaufte er die Villa an den Schauspieler Nicolas Cage für den Spitzenpreis von $3,45 Millionen. Nachdem Cage in schweren Zeiten geraten war, wurde es 2009 zwangsversteigert. Die Villa wurde 2010 für $2,1 Millionen an einen Energieinvestor verkauft. Von einem Krimi profitieren. Und manchmal kann ein bekanntermaßen ungelöster Fall eine süße Geschäftsmöglichkeit für die neuen Eigentümer eines Hauses darstellen. Typisches Beispiel: das Haus von Lizzie Borden. Am 4. August 1892 wurden die Körper ihres Vaters und ihrer Stiefmutter Andrew und Abby Borden in ihrem Haus in Fall River gefunden. Lizzie Borden wurde verhaftet, aber ein Jahr später wieder freigesprochen. Die Identität des Täters bleibt ein Rätsel. Lee Ann Wilbur, eine ehemalige Lkw-Fahrerin und Leiterin eines Einzelhandelsgeschäfts, nutzte das ungelöste Verbrechen, als sie 2004 mit einem Geschäftspartner das Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum kaufte. Führungen durch das Haus werden jetzt 7 Tage die Woche angeboten und Gäste können in einem der 8 Schlafzimmer des B&B übernachten. Äxte allerdings nicht enthalten. Eines der Hauptverkaufsargumente des B&B ist der Glaube einiger Gäste, dass es in dem Lokal definitiv spukt. Wilbur behauptet, sie habe kurz nach dem Kauf des Hauses im Keller Wäsche gewaschen, als ich mich fühlte, als wäre ich in einen begehbaren Gefrierschrank gegangen, eiskalt. Sie hat auch andere unerklärliche Dinge erlebt, wie Schlafzimmermöbel, die sich mitten in der Nacht bewegten oder Türen, die sich von selbst öffneten und schließen. Aber nur weil jemand in einem Haus aus dem Leben gerissen wurde, heißt das nicht, dass es dort spukt, sagt Rob Phillips, Gründer von Paranormal Technology Investigations, einer Gruppe von echten Geisterjägern mit Sitz in Jonesboro. Die Gruppe, die Spenden statt Gebühren entgegennimmt, führt Segnungen und Exorzismen durch. Wenn Käufer in ihrem neuen Zuhause keinen Geist als Annehmlichkeit suchen, empfiehlt er, dass sie ihre Immobilienmakler nach der Geschichte des Hauses fragen und ob es auf einer Grabstätte gebaut wurde. Wenn jemand gerade eines natürlichen Weges gegangen ist, denke ich, dass es in Ordnung wäre, weiterzumachen und in dem Haus zu leben, sagt Phillips. Aber wenn es einen Tatverdacht gibt, könnte dort etwas Böses sein. Warum niemand das Elternhaus von Jeffrey Dahmer kaufen will? Einige Häuser haben es jedoch verdammt schwer, einen Käufer zu finden. Der Musiker Chris Butler hat in den letzten Jahren versucht, das Elternhaus des Mehrfachtäters Jeffrey Dahmer in Akron zu verkaufen. Dies ist das Haus mit 3 Schlafzimmern, in dem Dahmer sein erstes Opfer, Stephen Hicks, zu Fall brachte. Butler, der sich weigerte, mit Realtor.com zu sprechen, sagte NPR, dass er es 2005 gekauft habe, weil er irgendwo leben wollte, wo ich einen lauten Musiklärm machen und meine Nachbarn nicht nerven könnte.
Aber Dame ist nicht das Einzige, was Käufer abschreckt, sagt Immobilienmakler Richard Lubinski, der die Immobilie einst gelistet hatte. Der hohe Preis und die mangelnde Attraktivität spielt ebenfalls eine Rolle, meint er. Das Haus, das derzeit nicht zum Verkauf steht, wurde zuletzt für 295.000 US-Dollar ausgeschrieben, mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Listenpreises von 132.400 US-Dollar im Großraum Akron. Geheimnisse des Verkaufs von Horrorhäusern. Einige Agenten führen spezielle Tricks ein, wenn solche Häuser nicht vom Markt verschwinden. Adressen können geändert werden, um Schaulustige das Auffinden zu erschweren. Und das Äußere lässt sich so verändern, dass es nicht mehr wie auf den Tatortfotos aussieht. Ein berühmtes Beispiel, die Hausnummer von Nicole Brown Simpsons Eigentumswohnung mit 4 Schlafzimmern, wurde geändert. Trotzdem wurde die Immobilie zunächst mit einem Rabatt von 15% verkauft. Wenn es einen tragischen Tatverdacht gibt, ist das eine große Sache, sagt Scott Tamkin, Luxusmakler aus Beverly Hills. So, und jetzt frage ich euch, wer von euch würde so ein Horrorhaus kaufen, wenn er die Möglichkeit hätte? Oder welches Haus wäre das kleinste Übel, wenn ihr es geschenkt bekommen würdet? Vielleicht die Wohnung von Ted Bundy, das Haus von Dahmer oder vielleicht doch das schöne Haus von Chris Watts bzw. Shannon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke fürs Zuhören und auf bald.